Nach dem schweren Unwetter auf Mallorca hat sich auch Spaniens Tennisstar Rafael Nadal an den Aufräumarbeiten im Osten seiner Heimatinseln beteiligt. Der Weltranglistenerste half im besonders schwer verwüsteten Ort San Llorenç des Cardassar, Gebäude von Schlammmassen zu befreien. In seiner nahegelegenen Geburtsstadt Manacor stellte der 32-Jährige zudem Notunterkünfte zur Verfügung. Dort ist die Rafa Nadal Tennisakademie angesiedelt.